3, 2, 1. Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon und Hipsters da draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Yo, in der heutigen Folge steht mal wieder ein Clankrieg an und wir bekommen direkt eine WhatsApp-Nachricht. Passt doch, yo, ich werde heute den Live-CW-Reporter spielen, wenn wir erstmal einen Golem angefragt haben. Wir werden erstmal die Bogenschützen aus der Klamburg entfernen. Machen wir den hier. Golem oder Packer für CW. Wäre nice, wenn ich das jetzt bekommen würde. So, empfohlenes Ziel ist der dritte Mann. Stand da nicht vorhin, dass der zweite mein empfohlenes Ziel ist? Ja, egal. Ist egal. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Vielleicht hört ihr es aus meiner Stimme heraus. Aber ja, ich kann jetzt auch nichts dagegen machen. In den nächsten Tagen hoffe ich mal, dass meine Erkältung irgendwie verschwindet. Und ja, dann schauen wir mal. Momentan greift noch keiner an. Okay, ich hau jetzt mal AG raus. Yo, viel Glück. Ich weiß noch nicht mal, ob alle Bescheid wissen, dass ich Live-CW-Reporter spiele. Hoffentlich wird das nicht allzu große Überraschung. Mit Tox wären 0 oder 3 Sterne. Ja, das stimmt allerdings. Bei Hox ist immer das Risiko halt, dass am Ende die Zeit fehlt. Naja, 2 Sterne sind auch möglich mit Hox. Ah, da ist der Angriff. Oder dass man total failt und es 0 Sterne werden, wobei Tristan ist der 11. greift den Ei. Direkt eine Riesenbombe, das ist schon mal gut, wenn er eine Riesenbombe ausgestaltet hat. Läuft doch, würde ich sagen. So, ein Drache ist in der Klamburg. Wird er den Drachen ausnocken? Ja, wahrscheinlich, ne? 30 Hogs eigentlich, wenn man alles richtig macht, müsste das ein Overkill werden. So, der Drache müsste jetzt gleich eigentlich ausgeschaltet sein. Im Normalfall. Er zündet schon den Barbarenkönig. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte... Ich würde gleich einen Heilzauber schon mal setzen. Wobei, ich glaube noch nicht mehr, er braucht Heilzauber. Das wird ein totaler Overkill. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es ein totaler Overkill wird. Denn ich mal... Ah, ja, wobei... Ja, Heilzauber. Ich will noch in die Mitte bei den Schweinereitern Heilzauber setzen. Aber leider kann er mich ja nicht hören. Hoffentlich wird das kein Fail. Das sieht eigentlich ganz stark nach 3 Sternen aus. Leider, lieber Tristan, hast du am Anfang Fehler gemacht. Du hättest ihn Barbarenkönig noch nicht setzen sollen. Du hättest ihn auch noch nicht zünden sollen. Du hättest ihn erst setzen sollen, wenn die Schweinereiter die Base gestürmt hätten und dann... Aber es sieht eigentlich so aus, als wenn es 3 Sterne werden. Ja, es werden lockere 3 Sterne. 1 Minute, 53 sind sogar noch Zeit und ja, es leben noch einige Schweinereiter. Im Normalfall müsste es eigentlich klappen. Ja, 3 Sterne, die Magier hier unten räumen ja noch ein bisschen von hinten auf, also passt schon. Ja, jetzt holen die sich das Rathaus. Saubere 3 Sterne. Sauber. Der Fight kommt auf YouTube. Er ist auf YouTube sozusagen. Der Fight ist auf YouTube. Ja, ich glaube, wir können rausgehen. Vielleicht greift noch jemand anderes an. Lassen wir uns einfach überraschen. Nope. Aber es werden 3 Sterne, hat man schon vom Ansatz her gesehen. Die Zeit hat gereicht und ja. Anscheinend bekomme ich meinen Packer nicht. Sehr nice, Tristan. Ja, 3 Sterne. Läuft doch, würde ich sagen. Der nächste Angriff. Ah ja, von Tristan, okay. Hätte es eine bessere Base nehmen können wegen Bonus. Ja, 3 Sterne sind 3 Sterne. Ist wichtig für unseren Clan und ja. Also falls ihr mal auch in den Clan rein wollt, Flash FM ist glaube ich der einzige, der so heißt. Ja, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Clan Level 4, wenn ihr rein wollt. Dann schickt einfach eine Anfrage. Ab Level 40 ist der Clan. Vielleicht wird auch schon vorher irgendwie einer reingenommen. Das kann ich aber nicht versprechen. Ich bin hier nur Ältester und habe nicht so viel Mitspracherecht, würde ich so sagen. So behaupten. So. Viel zu viel. Ja, ist egal. Will noch wer angreifen? Fragezeichen, Dachdach. Der letzte Zauber. Den letzten Zauber, den wir sparen können. Ja, ist ja egal. Es ist direkt der heroischste Fight. Ja, klar, muss er, ne? So, wir können uns mal den feindlichen Clan angucken. Ah, 40 gewonnene Clankriege ist. Ei. Ich werde okay. Jetzt oder wann willst du angreifen? Wäre nice, wenn er jetzt angreift, damit wir wenigstens 2 Angriffe hätten. In der heutigen Folge. Solche 13 oder 11 mit Low Go Ripe. Als nächstes greife ich die. Ja, mach die 11 und dann. Ja, dann mach die 13, yo. Okay, dann mach ich erstmal die 13, ja. So, Gina, Hashtag 23, geiler Name. Okay.
Julian, wird langsam Zeit, dass du mal anreist. Wäre freundlich, wenn du dies tust. Ja, also ich glaube, ich cutte das mal weg, bis er angreift. Also bis gleich. So, und da sind wir auch schon im Kampf von Julian. Jetzt sehen wir auf den 13. Logo-Wipe. Eigentlich, wenn er alles richtig macht, müssten das lockere 3 Sterne werden. So, Golem, Golem. Ich würde jetzt Mauerbrecher hinterher tun. Das wäre... Nee. Ja, wobei, es geht auch. Und jetzt die Mauerbrecher. Wichtig. Player gerne. Und kommt das Video noch heute? Nope. Morgen um 16 Uhr. Siehe Upload-Plan, würde ich sagen. Aber, ja. Also, falls ihr wissen wollt, was für Spiele an welchem Tag rauskommen, guckt mal auf in der Kanalinfo nach, in den Upload-Plan. Okay. So, langsam hat er die Packer schon gesetzt. Ja, die laufen schön in die Mitte. Nice. Ich würde jetzt... Ja, nice. Im Normalfall müssten es 3 Sterne werden. Ah, auch er hat den Barbarenkönig, glaube ich, zu früh gezündet, oder? Wir gucken uns das gleich einfach mal in der Wiederholung an. So, jetzt machen die Packer alles down. Ja, 2 Sterne werden es auf jeden Fall. 3... Ja, es leben noch 2 Golems. Und wenn die jetzt ein bisschen tanken für die Packers... Da müsste es im Normalfall eigentlich funktionieren. Okay, die Riesenbombe hat viele Magier zerstört. Ja, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich achte jetzt nur auf die Mitte. Ah, 2 Kanonen. Ne, 3 Kanonen, ein Bogenschützenturm. Aber es leben noch sehr viele Magier, was ein Vorteil ist. So, es lebt sogar noch ein Golem. Der hat 2 sogar, die tanken. Der wird sich gleich splitten. Wobei, der Magierturm macht ja kaum Damage für den Golem. Und das ist noch ein Magierturm Level 2, also. Ja, das sind 3 Sterne. 2-3 Sterne Fights läuft doch, würde ich sagen. Ja, sind nicht die oberpornösesten oder knorksten Gegner, die es gibt, aber 3 Sterne sind 3 Sterne. Das ist keine Selbstverständlichkeit, meiner Meinung nach, aber läuft doch. Ja, der Barbarenkönig lebt noch, viele Magier im Hintergrund. Die beiden Golems tanken jetzt für den Magierturm und die Magiertürme machen den Magierturm kaputt, natürlich. Die Magier machen den Magierturm kaputt. So, jetzt gehen die auf Elixierlager. Ja, lockere 3 Sterne. Mein Packer lebt noch. Smiley. Läuft. Locker 3 Sterne, ja klar. 97%. Sau gemacht, Julian. 3 Sterne sind es geworden. Läuft, würde ich sagen. So, ich bräuchte noch irgendwas in der Klamburg. Kann mir wer Truppskis geben? Mir wer... Truppen geben. Geben. Fragezeichen. So. Kamiwer, danke nochmal für Pekka. Yo, kein Problem. Mach ich immer wieder gerne. KD, Dach. No pro. Habe ich ihm nicht den Pekka gegeben? Wobei, ja, keine Ahnung. Aber nein. Ich finde solche Situationen immer peinlich, egal. Anscheinend bekommen wir keine Truppen. Finde ich jetzt etwas schade, aber der Angriff müsste jetzt noch in der Folge irgendwann passieren. Und ich will auch nicht jetzt allzu lange warten. Sollen wir uns jetzt an der... Ja, ich will eigentlich die 2 angreifen, aber... Oder war das dein Packer? Keine Ahnung. Doppelpunkt D. Hast du Truppen? Irgendwas ist mir egal. Kannst alles reinpacken, denn ich muss jetzt in der Folge angreifen. Sonst würde ich das wegcutten. Wenn es allzu lange... Ja, ich cutte es weg. Ihr werdet dann gleich meinen Angriff sehen. Also bis gleich. So, hier werden wir auch schon in meinem Angriff ein riesengroßes Dankeschön an Tristan, der extra einen Golem für mich gejammt hat. Also... Entschuldigung. Das ist wirklich freundlich. Als erstes werden wir den Riesen... Mit dem Riesen die Clanburg... Oh nein! Fuck. Alter, jedes Mal habe ich Probleme, die Clanburg rauszulocken. Egal. Ist mir egal. Nee. So, dann machen wir den hier. Magier hinterher, Morgias. Ja, was ist denn jetzt schon wieder mit den Mauerbrechern passiert? Kann doch nicht sein, dass die Verteidigung immer auf die Mauerbrecher geht. Das ist für mich dumm behindert. So, jetzt können die Helden hinterher. Wir können gleich eigentlich in den Gemengen Wutzauber setzen. Wäre sinnvoll, wenn wir dies tun. Alle Außengebäude kaputt. Und jetzt könnten die... Packers eigentlich in die Mitte laufen. Wir können jetzt hier den Sprungzauber... Ah, der war ein bisschen fehlgesetzt, aber ich hoffe... Nein, wir haben vergessen, den Barbarenkönig zu zünden. Ich bin so ein Bolzen. Ein Wutzauber auf die Queen. 2 Sterne sind mein Ziel. Ah, Jemine. Ja, das Rathaus ist gefallen.
Die Packers leben noch in der Mitte. Ich hätte, glaube ich, mir den Wutzauber noch aufheben sollen, aber ja, ich weiß nicht, ob hier 3 Sterne drin gewesen wären. Also mit Go-Wipe ist immer ein bisschen schwer, 3 Sterne zu holen. Go-Wipe ist das schon etwas flexibler, aber ich bin nicht so geübt in der Taktik, also. Ja, komm, wir setzen hier einfach mal einen Wutzauber. 50% werden es, müssten es eigentlich, ja klar werden es. Ich kann die Queen noch zünden, haben noch 16 Bogenschützen, also passt schon, aber ja, 2 Sterne sind es geworden. Können es noch 3 werden? Können es tatsächlich noch 3 werden? Nee, oder? Warte mal, wir lenken die hier ein bisschen ab, dass die Queen ein bisschen Spielraum hat. Nee, ich glaube nicht, oder? Wenn der Packer wird jetzt leider von dem Tesla da fokussiert. Nee, das sieht nicht so aus, als wenn das noch was wird. Leider. Schade. Ich habe noch ein bisschen gehofft, aber ich glaube, die Wutzauber. Ich setze die meistens viel zu schnell. Im Allgemeinen greife ich etwas zu stressig an, aber ich glaube, das kennen alle. Man muss noch so ein bisschen chilliger in solchen Sachen werden, aber ist ja egal. So, ja, 65%, 2 Sterne. Ich meine, 2 Sterne in jedem Angriff ist immer das Hauptziel. Also mein Hauptziel zumindest. Klappt doch. So. Wir lassen den Angriff noch ein bisschen laufen. Ein paar Prozente für die Statistik zu holen. Die Statistik ist mir immer sehr wichtig. Sieht immer geil aus, wenn da so eine geile Statistik ist. Aber momentan sieht's gut aus. 2 3-Stars, 1 2-Star, also 8 Sterne. Kann eigentlich nicht besser laufen, würde ich sagen. So, 2 Sterne, 67%. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Aber verbesserungsfähig. Saubere 2 Sterne. Schade, Locken hat nicht geklappt. Ja, sehr geil. Danke. Doppelpunkt D. Wir können uns dann auch den Angriff des Gegners anschauen. 2 Angriffe, 3 Sterne. Hier einmal 2 Sterne von Sam J. 24 Oni-Drachen. Heilzauber nur mit Drachen. Bin ich nicht der Fan von. Ich finde, Drachen haben viele Life Points und deswegen sind diese Heilzauber ein bisschen unnötig. Aber ihr habt ja eine andere Meinung, habt ihr mir auch schon sehr oft in die Kommentare geschrieben. Ist Geschmackssache, aber meiner Meinung nach ist es immer Wutzauber für Drachen benutzen. So, hallo, hi, so bin erstmal weg, Jungs. Bis später, bye. Jo, das Rathaus ist jetzt da gefallen. 2 Sterne sind es geworden, mehr nicht. Hat der Sir Speedy schön verteidigt. Als 14. vom 12. angegriffen zu werden, ja, ist in Ordnung. So, Mike hat den 8. angegriffen. 67%, 1 Stern. Mal schauen, was hier so ist. Only Drachen, ja, auch mit einem Heilzauber. Ich bin nicht der Fan davon. Das bringt nicht so viel, finde ich. Schweinereiter und Magier für den nächsten CW-Angriff. Yo, ich werde gleich meine Truppen ausbilden und dann gebe ich dir was. So, da der Drachenangriff, wir werden mal vorspulen, vielfache Geschwindigkeit. Hier hat er mit, der ist noch mit Ballons gekommen. Ja, das ist eigentlich relativ nice, immer mit Drachenangriffen. Was ich mir auch mal vorgenommen habe, den nächsten Mal zu üben, wären Hybridangriffe. Mit Hybridangriffen kann man ja im CW zum Beispiel 3 Sterne mal holen und das Problem ist, man braucht mächtig viel Skill dafür, obwohl ich nicht so viel Skill habe. Wow. Ich sehe einen Luftfeger zum allerersten Mal in Action. Yo, ist ja geil. Und wir haben sogar noch Luftfeger-Action hier drin in der Folge. So, ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen CW-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein CW mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Und mit der Player Gern und Hipster Faust werden wir uns jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal.